Das Projekt Phase Out Füssli hat letztes Jahr schon im Herbst angefangen. Da haben unsere Kollegen von der Engineering mit der Projektierung gestartet. Anfang Januar dieses Jahr, 2022, haben wir von der Realisierung mit Kabelarbeiten im Netz draussen angefangen und müssen bis Ende Oktober 2022 unsere Arbeiten abgeschlossen haben. Wir stehen vor der alten Kupferverteilanlage. Die wird auf dem Zettel reduziert. Das zügeln wir dann runter im Pussraum im ersten UG. Die alte Verteilanlage wird nach den Umschaltungen zurückgebaut. Jetzt sind wir hier einen Stock tiefer. Das ist die neue Kupferverteilanlage. Ein Zettel noch von oben, den wir gesehen haben. Das ist jetzt der Raum, der noch bleibt von der zentralen Wüstli. Hier sieht man die Verteilschublade der RWL-Kabel. Nach allen Umschaltungen werden die alle auch retour gebaut. Hallo, ich bin Angelo von der CO-Abteilung. Wir schalten heute Nacht 80 Leitungen umschalten. Wir werden die alte Weg trennen, über den neuen Weg führen, alles kontrollieren, ob es sauber ist. Und dann den neuen Weg schalten, damit die Leitungen wieder online kommen. Wir haben in der Zentrale Angelo gesehen, der die Überführungen macht zum Erdkabel. Jetzt sind wir hier draußen im Netzbau. Der Spleiser gerade am Offen mit dem Kabel, das von der Zentrale kommt und die Kundenkabel, die zum Kunden gehen. Der Angelo tut dann das Signal überführen auf unser Kabel, damit der Kunde wieder Signal gibt. Das ist gerade eine Umschaltung, die wir jetzt in der Nacht machen. Der Kunde wird unterbrochen für eine gewisse Zeit und damit alles reibungslos für den Kunden läuft, machen wir das eben heute in der Nacht, ab 10 Uhr abends bis um 6 Uhr morgens, soll es wieder laufen. Heute finden mehrere Umschaltungen statt. Wir haben 21 Mitarbeiter im Einsatz, die für Kupfer- und Glasumschaltungen da sind. In der Zentrale Füssli laufen viele Grosskunden, Businesskunden, die wir unterbrechen. Teilweise müssen wir Kunden zweimal unterbrechen. Und da ist die Herausforderung, dass wir alle Kunden reibungslos umschalten können, die Unterbrüche ziemlich kurz halten können und in der Nacht alles ausführen. In der Nacht und am Tag sind mehrere Gruppen von uns im Einsatz. Da muss eine gute Koordination stattfinden, damit wir alles vorbereiten können und dann am Abend wirklich ohne Probleme umschalten können.